Hallo ihr Lieben, ich sende euch heute wieder ein Video aus dem Stall und heute müssen wir ganz leise sein, denn hier hinter mir wird gerade ein Kälbchen geboren. Kommt mit. Eben bin ich in den Stall gekommen und da steht hier eine Kuh, die hat schon Wehen und das bedeutet, dass sie bald ein kleines Kälbchen zur Welt bringt. Sie ist jetzt auch ein bisschen weg von der Herde gegangen. Das bedeutet, die anderen Rinder sind alle draußen, die anderen Kühe und die Kälbchen. Und sie ist jetzt extra hier reingegangen, damit sie ein bisschen ihre Ruhe hat. Mal schauen, wie es weitergeht. Hier hinten am Euter kann man schon gut erkennen, dass es gar nicht mehr so lange dauert. Weil jetzt schwillt es an, weil da jetzt Milch reinkommt, die dann später fürs Kälbchen ist. Und sie streckt den Schwanz weg. Das bedeutet auch, dass es bald losgeht. Während der Geburt liegen die Kühe und vorher legen sie sich hin, stehen auf, laufen ein bisschen, legen sich wieder hin. Das dauert eine ganze Weile, das kann ganz viele Stunden dauern. Hier kann man schon die Füße erkennen, die kommen als erstes raus. Erst kommen die Vorderfüße, dann sieht man das Maul und den Kopf und dann kommt der Rest vom Körper. Jetzt sind schon einige Stunden vergangen, nachdem ich angefangen habe hier zu filmen. So eine Geburt kann ganz schön lange dauern. So lange wie ein ganzer Kindergartentag. Ich mache jetzt Schluss. Hier ist nämlich eine ganz schöne Aufregung. Dem Kälbchen geht es soweit gut. Wir gucken jetzt nochmal nach der Mama und dann melde ich mich beim nächsten Mal bei euch. Tschüss!